So, ein weiteres Spiel, ein weiterer Tag. Heute der 20. noch 4 Tage bis Weihnachten. Und wir fangen mit einem Konami-Spiel für den Mega Drive an. Und zwar, es ist ein Turtles-Spiel und der Hyperstone heißt natürlich es. Auf jeden Fall ein geiles Intro, muss ich sagen. Let's kick shells. Oder was auch immer. Das könnte. Ich glaube, ich ahne, was das für ein. Was das für eine Umsetzung ist. Ist das vielleicht der. Mit dieser Zeitreise das? Das kann sein, das ist die Mega Drive-Version ist von dem Spiel. Also Turtles auf Zeitreise quasi. Sich damals auch schon mit Cole zugewandt hatte. Und sehr viel Spaß gemacht hat. Kann man überhaupt zu zweit spielen? Kann man überhaupt zu zweit spielen? Macht tierischen Spaß. Und das ist mal ein. Ja, Top Mega Drive Game. Und wie man sieht, zu Recht. Genau wie die quasi Super Nintendo Version. Macht dieses Spiel ebenfalls schon ziemlich viel Spaß am Anfang. Ja, wir können so rennen. Und, tja, Gegner. Verkloppen. Ziemlich cool. Pizza Synergie. Wobei ich hier sagen muss, dass mir der Super Nintendo Soundtrack ein bisschen besser gefällt von dem Spiel als der Mega Drive Soundtrack. Ich meine, gut, es ist beides nice, aber Super Nintendo Soundtrack ist ein kleines bisschen besser. Echt ein tolles Spiel. Das ist echt ein hammermäßig tolles Spiel. Gute Grafik, gute Steuerung. Das Gameplay fetzt. Das ist sehr actionreich gemacht. Vielleicht ist es auch ein komplett anderes Turtles. I don't know. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Das kann man nicht anders sagen. Einfach mal schön ein paar Futsoldaten verkloppen. So sah für mich damals ein richtig perfektes Turtlespiel aus. Einfach nur draufkloppen auf die Futsoldaten, ohne viel Gedöns, einfach nur Action. Das gefällt mir. Das ist cool. Deswegen hat mir das Together mit Kohli auch ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, da hat mich die Pizza getrollt. Interessant. Sehr interessant. Das sieht geil aus, das kann man ja anders sagen. Das sieht echt geil aus. Und es kommt mir anders vor als die Mega Drive Version. Naja, als die
Super Nintendo Version. Vielleicht habe ich die SNES-Version auch schon vergessen. Vom Design her, aber es sieht für mich doch. Oder ist es das gleiche Spiel? Na, obwohl doch, es könnte schon sein, dass es das gleiche Spiel ist, nur halt etwas anders verarbeitet. Nichtsdestotrotz, es ist geil. Wir können auch so springen und dann noch so ein. Ja, so eine Art. Ja, Kick machen. Ah, okay. Naja, es ist mit Tastatur natürlich ein bisschen blöd, das Ganze jetzt noch zu koordinieren. Andere spielen zu gerne mit Tastatur. Ich wiederum bin nicht so ein Fan von Spielen mit Tastatur. Das mache ich nur bei Spielen wie zum Beispiel Mega Drive. Da hat es jetzt erstmal volle Kanne geleckt. Aber es geht auch schon weiter. Das sieht geil aus, das kann man nicht anders sagen. Das sieht echt geil aus. Wow, wow, wow. Wobei, wenn ich bedenke, die Musik ist auch echt cool für Mega Drive. Die kann schon ganz gut mit der Super Nintendo Version mithalten. Das ist schon sehr, sehr geil. Hang with me. Come on, wenigstens. Na gut. Ich würde sagen, wir switchen zum nächsten Spiel. Geniales Turtle-Spiel, muss man sagen. Obwohl, eins will ich doch wissen, wo fängt man eigentlich an, wenn man jetzt auf Continue geht? Ah, okay, hier unten. Ja, das nächste nennt sich Wunny Wunny World. Also, was jetzt nichts mit Wantezilla so zu tun hat. Nee, das heißt wirklich Wunny Wunny World. Das Spiel ist ein Plattformspiel. Und Player Only, ja bitte. Warum muss ich beim Daumen gerade an Sonic denken? Ich weiß noch nicht warum. Ah, okay.
Ja, aber. Ah, okay, verstehe. Ich muss dafür sorgen, dass diese Roboter zu Boden fallen. Ich verstehe. Nette Idee. Echt nette Idee. Ein Spiegelei, lol. Spiel ist wie scheint zwei Spieler fähig. Aber coole Idee, muss ich sagen. Echt coole Idee, die man hier hatte. Das ist auch mal eine Art von Plattformspiel. Musik ist auch echt in Ordnung. Ja. Nette Idee, auf jeden Fall. Nette Idee. Ich weiß nicht, vom Hammer entsetzt mich ein bisschen an dieses Donkey Kong Spiel. LOL. Ein riesen Pfannkuchen oder whatever. Die Unbesiegbarkeitsphase ist auch sehr angenehm. Okay, ich denke mal, ich sehe, wie sie sich bewegen. Na, da wollte ich gerade schlagen, aber da war es zu spät. Gut, in dem Fall machen wir es halt so. Und warten. Bumm. Bumm. Ja, ist eine witzige Idee. Das ist echt eine witzige Idee, muss man sagen. Gut, die Levels verändern sich. Ist auch sehr schön. Es ist sehr farbenfroh. Ja, das war auch blöd.
Okay, es sind Teleporter. Oh, das ist eine nette Idee, muss man sagen. Das ist echt eine nette Idee, die man hier hatte. Das ist echt eine sehr, sehr nette Idee. Ja, wir kommen ja langsam zum Ende vom Adventskalender. 4 Tage sind noch. Und natürlich haue ich gegen Ende nochmal was noch richtig schönes raus. Denn morgen... Ah, das gibt auch, cool. Ja, grandios. Denn morgen kommt die PSP dran. Und am Ende, also die letzten 2 Tage inklusive den 24. Da habe ich noch was persönlich von meiner Xbox One für euch parat. Das eine ist ein sehr interessantes Spiel, das andere ist ein Indie-Game, was ich glaube ich noch drauf habe und gern noch präsentieren würde. Lasst euch überraschen, was da an Heiligabend als sozusagen grande Finale dieses Adventskalenders auf euch zukommt. Und man kann sagen, dass der Adventskalender quasi so eine Art, ja, sagen wir so ein Mini-Top oder Flop ist. Das ist echt so ein Mini-Top oder Flop, wenn man so will. Weil wir haben jetzt die Tage viele, viele Spiele gesehen. Unterschiedliche Art. Verschiedene Genres. Verschiedener Grafik. Ja. Und das wird halt dann das grande Finale sein. Zu dem Spiel, das sieht sehr interessant aus. Auf jeden Fall ein witziges... Eine witzige Idee, die man hier hatte. Ob man jetzt quasi endlos continuous hat, I don't know. Aber ich denke mal, das werden wir noch früh genug erfahren. Na, die Roten sind aggressiver. Das ist eins der Games, da kannst du halt nicht automatisch springen. Da musst du halt ja so noch per Sprungfedern springen. Und man fällt linear nach unten. Solche Spiele gibt's. Gab's auch ganz zu Anfang sehr zuhauf. Solche Spiele, in denen man einfach mal linear nach unten flog. Ja, und da war das Spiel auch schon. Game over. Nun ist die Frage, wie sieht es mit den Continues aus? Da haben wir überhaupt Continues? Ach, wir hatten ja die ganze Zeit ein Continues hier oben. Tja. Gut, aber ich würde sagen, das war's von diesem Adventskalender. Tag für heute. Und morgen geht's, wie gesagt, mit der PSP weiter. Dann sage ich mal Tschüss, Sikowski. Bis zum nächsten Mal.